Hallo Leute, hier ist euer G und heute geht es um das Thema Jeet Kune Do Nahkampftechnik. Viel Spaß! Okay Leute, Jeet Kune Do Nahkampftechnik das Thema. Ihr sollt uns aber eines wissen, in einer echten Situation ist es besser, wenn ihr weiter weg steht vom Gegner, ja? Also eher in der Weitdistanz. Weil so könnt ihr die Angriffe besser sehen und besser kontrollieren. Ja? Weil Nahkampftechnik ist immer sehr gefährlich, ja? Weil ihr seht die Arme des Gegners ein bisschen spät und müsst immer kurz arbeiten. Ja? In diesem Video ist es halt eine Nahkampftechnik, aber ihr müsst es auch so vorstellen, dass dieser Angriff jetzt unerwartet kommt. Okay? Und so kommen wir in die Technik rein. Weil wenn ihr mal in der Nahdistanz seid, dann müsst ihr wissen, was ihr da tut, ja? Und wie ihr euch am besten verteidigen könnt. Also, ein unerwarteter Angriff, so der Gegner packt jetzt mit dieser Hand an, ja, und geht mit dem gleichen Fuß nach vorne. Ja, macht man eine Gerade, genau, okay. Und da der Angriff ja unerwartet kommt, reagiere ich und mache meine Hand hoch als Schutz. Ja. Das ist, wenn ihr keine andere Möglichkeit seht und der Schlag kommt so schnell, dann einfach die Hand nach oben. Normalerweise machen wir so eine Abwehr nicht, sondern wenn ich den Schlag vorher sehe, gehe ich sofort hier rein oder mit der gleichen Hand. Gehe ich hier rein, ja? Wenn ich den Angriff sehe. Oder greife sofort das Knie zum Beispiel an. Ja? Dann kann sie auch nicht. Dann kann sie auch, oder dann kann der Gegner nicht so schnell auf euch zukommen. Also, wie gehabt, sie kommt mit der Geraden und ihr macht den Arm hoch. Ja? Ihr müsst euch eins vorstellen, der Gegner behält ja die Hand nicht so lange nach vorne. Ja? Denn wenn jemand schlägt, schlagt mal, zieht er die Hand zurück und kann genau mit der anderen Hand zurückschlagen. Das heißt, wenn ihr versucht, hier am Anfang was zu unternehmen, ja, ist es wahrscheinlich dann schon zu spät. Okay? Und deshalb ist Jeet Kune Do auch so durchdacht. Ja, das, wenn es jetzt kommt, das erste, was ich mache, lass mal den Arm nach vorne, dass ich es zeigen kann, das erste, was ich mache, ist mit diesem, beim vorderen Bein, das Knie anzugreifen. Ja? Denn wenn sie jetzt schlägt, genau, passiert genau das. Ja? In Wirklichkeit müsst ihr es ganz durchstrecken, dann ist das Knie wahrscheinlich schon gebrochen. Ja, nochmal wieder. Also, Knie, dann ziehe ich den Arm nach vorne, boxe und mache hier noch einen Schlag. Okay, nochmal langsam. Sie kommt. Ich sehe den Schlag zu spät, gehe nach oben, greife sofort das Knie an, greife mir den Arm, boxe hier, mache hier eine Backfist. Okay, noch einmal ganz langsam. Also, sie kommt. Ich habe mich hier geschützt, gehe hier rein, box. Und mach hier eine Backfist. Ja? Natürlich könnt ihr auch so reagieren, dass wenn sie jetzt hier angreift, dass ich hier boxe und sofort hier nochmal Unterleib drehe und das mache. Ja? Geht natürlich über beides. So, die zweite Variation ist, wenn der Gegner so schnell wäre und euch die zweite Hand abwehrt. Okay? Nochmal. Gehe ich hier nach vorne, nochmal langsam wieder. Langsam wieder. Ja? Knie. Dann mache ich hier den V-Stoß. Es geht vielleicht ein bisschen mit dem Kopf weg. Ich will diese Backfist machen und sie wehrt das mit der Hand jetzt ab. Okay? So, was passiert? Jetzt seht ihr, die Hand ist hier und die Hand ist hier. Meine Hand, die unten ist, geht einfach hier unten durch. Ja? Und zwar mache ich gleichzeitig Fingerstich ins Auge, mit der anderen Fingerstich ins Auge, nehme den Ellenbogen nach vorne und schmeiße nach unten. Okay? Mal. Nochmal langsam erst. So, schön nach vorne. Sie kommt. Knie. Ich habe eben gesagt langsam, oder? Nochmal. Nochmal wieder, erstmal langsam. Also, hier, sofort Knie, boxen, hier Backfist, sie wehrt das ab. Ich gehe unten durch mit dem Fingerstich. Hier nochmal und kontrolliere wieder den Arm. Mach sofort den Endbogen, ja, gleich hier und schmeiß sie auf den Rücken. So, nochmal schnell das Ganze. Sie greift an. So, jetzt seht ihr das in einer etwas anderen Perspektive, wieder langsam. Also die erste Situation war Knie, Boxen, Boxen. Ja? Die zweite Situation, abwehren, Knie, wir werden es ab, jetzt kommt hier mit dem Fingerstich, hier Fingerstich, Ellbogen und dann schmeißt sie hier runter. Ja? So, nochmal das erste schnell, sie kommt. Und geh sofort nach vorne. Ja? Immer Kontrolle zu den Armen. Ja? Und wichtig ist, dass ihr die Hand, wenn ihr kontrolliert, nicht hier festhält. Denn jetzt hier noch einen Ellenbogen kann hier raus. Sondern immer hier den Ellenbogen
blockieren. Ja, aber wenn Sie jetzt Ellenbogen geben will, genau. Und dann merke ich vor allem den Zug, wenn Sie nach vorne gehen, merke ich den Zug, ich kann hier wieder arbeiten, kann andere Sachen machen, ja. So, zweite Situation schnell, Knie richten, nochmal, abwehren, Knie, Ellbogen und runter, ja. Okay Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video auch teilen würdet. Und trainiert fleißig. Ich hoffe, du lebst noch. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Gino. Thank you.